Mit dem Spedion Bluetooth Adapter können Sie die Funktionen unserer Full-Service-Telematiklösung in erweitertem Umfang nutzen. Bevor Sie mit der Installation beginnen, überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug die Installationsvoraussetzungen erfüllt. Achten Sie außerdem auf die Firmware-Version des Tachografen, VDO ab Version 1.3a und Stoneridge ab Version 7.0. Zuerst entnehmen Sie den Tachografen und überprüfen Sie auf dessen Rückseite, ob am ISO-Stecker C die Kontakte 5 und 7 belegt sind. Falls ja, kann der Remote-Download über den FMS-Standardstecker erfolgen. Falls nicht, ist die gelbe Ader des Spedion-Kabelstrangs an Kontakt 5, die weiße Ader an Kontakt 7 anzuschließen. Optional kann auch die lila Ader an Kontakt 8 am Stecker D angeschlossen werden. Öffnen Sie nun die Abdeckung des Sicherungskastens auf der Beifahrerseite und lösen Sie die Befestigungsschrauben, um an die Anschlüsse dahinter zu gelangen. Hier finden Sie zwei grüne Steckerbuchsen vor, eine 12- und eine 18-polige, die jeweils zum Tachografen führen. Bei vorliegender Belegung der Kontakte 5 und 7 am Tachografen können Sie den 12-poligen FMS-Standardstecker des Spedion-Kabelstrangs hier anschließen. Andernfalls verbinden Sie wie beschrieben die gelbe und die weiße Ader bzw. die lila Ader. Auf dem Spedion Bluetooth Adapter ist dessen Seriennummer sowie die individuelle MAC-Adresse abgebildet. Stecken Sie den Bluetooth Adapter auf den 9-poligen Sub-D-Stecker und sichern Sie die Verbindung mit den Befestigungsschrauben. Den weißen Stecker am Spedion Power Add-on Kabelstrang verbinden Sie mit der passenden weißen Buchse am Spedion Kabelstrang und stecken die Spannungsversorgung für das Android-Gerät mit der Zigarettenanzünderbuchse. Sichern Sie die Verbindung durch leichtes Anziehen der Blechschraube. Sie können Ihr mobiles Endgerät nun per USB an die Spannungsversorgung anschließen. Um Ihr Gerät nun zu koppeln, starten Sie die Spedion-App und wählen Sie zunächst die Option Weitere Funktionen. Anschließend navigieren Sie über die Unterpunkte Werkzeuge und Werkstatt zur Option Bluetooth-Suche. Zum Fortfahren müssen Sie den PIN-Code eingeben, welchen Sie von Ihrem Spedion-Ansprechpartner erhalten. Mit OK bestätigen Sie Ihre Eingabe und mit einem Klick auf Aktualisiere erscheint auf der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte die MAC-Adresse des installierten Spedion-Bluetooth-Adapters, welchen Sie nun auswählen. Auf dem erscheinenden Dialogfeld klicken Sie auf Einstellungen bearbeiten. Um das Bluetooth-Setup schließlich zu starten, drücken Sie auf den Start-Button in der unteren linken Ecke des Displays. Nach dem Erscheinen der ersten Meldungen klicken Sie unten rechts auf Sende DTCO-Config, um im nächsten Dialogfeld die Anschlussart für den Remote-Download auszuwählen. Falls geschehen, wählen Sie im anschließenden Dialog die Anschlussart der lila Ader aus und im darauffolgenden schließlich den Hersteller Ihres digitalen Tachografen. Drücken Sie jetzt zweimal auf den Zurück-Button des Android-Endgeräts und wählen in der Spedion-App die Option Diagnose, sodass Sie in der nachfolgenden Ansicht im oberen Bereich den Verbindungsstatus zum Spedion-Bluetooth-Adapter prüfen können. Der Bereich FMS signalisiert Ihnen mit grünen Statusanzeigen die einwandfreie Datenverbindung zum FMS-Bus des Fahrzeugs. Scrollen Sie tiefer zum Bereich D8 für Informationen über die Verbindung zum digitalen Tacho via DTCO, falls die lila Ader entsprechend angeschlossen wurde. Drücken Sie auf den Button Abnahme an Spedion senden am unteren Ende des Fensters zum Abschluss der Diagnose. Deren korrekte Ausführung bestätigen Sie im nächsten Fenster mit der Eingabe Ihres Namens und mit Ihrer Unterschrift auf dem Displayfeld und beenden den Vorgang mit einem Klick auf den Fertig-Button. Bitte überprüfen Sie die Richtigkeit aller Angaben zur Seriennummer und MAC-Adresse auf dem Gerätebegleitschein, welcher dem Spedion Bluetooth Adapter beiliegt, und ergänzen Sie fehlende Fahrzeugangaben im nächsten Feld. Kreuzen Sie außerdem die zutreffenden Angaben zum digitalen Tachografen an, sowie auch zur gewählten Art der Verkabelung. Nachdem die Informationen nun vollständig sind, senden Sie bitte den Gerätebegleitschein an Spedion unter der im oberen Bereich angegebenen Faxnummer. Ganz gleich, in welchen Fahrzeugen Ihres Fuhrparks Sie unsere erweiterten Telematiklösungen in Verbindung mit dem Spedion Bluetooth Adapter nutzen. Der Aufwand der völlig unkomplizierten Installation ist minimal.